Hast du dich schon mal gefragt, wie viel Schlaf wirklich gesund ist und was passiert, wenn man zu viel... Ich hab keinen Bock mehr. ...oder zu wenig schläft? Es ist wirklich erschreckend. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe meinen Schlaf die letzten Wochen aufgezeichnet und konnte einige Ergebnisse wirklich nicht fassen. Fühlt sich komisch an, so unbesiegbar zu sein. Wenn man jetzt eine random Person fragt, wie viel Stunden Schlaf eigentlich wirklich gesund sind, kennen wir alle die Antwort, 8 Stunden. Aber wie realistisch ist das eigentlich wirklich? Und warum gibt es so viele Menschen, die erfolgreich sind und nicht 8 Stunden schlafen? Gehen wir also durch, wie sich das auf meinen Alltag ausgewirkt hat, damit auch du in Zukunft eine bessere Performance hinlegen kannst. Heute war ein sehr guter Tag. Ich habe 8 Stunden, 15 Minuten geschlafen. Ich weiß nicht, ob man mir das ansieht. Mein Vokabular war so krank. Selbst meine Freundin dachte, ich bin absoluter Psycho, weil ich sie wirklich den kompletten Tag zugetextet habe. Ich kann mich nicht erinnern, das dieses Jahr schon mal so gehabt zu haben. Shoutout geht raus. Genauso wie, dass meine Nudeln fertig sind. Ich habe bewusst die 15 Minuten weggelassen, die ich gestern mir gegönnt habe, um wirklich zu sehen, ob dieser Tag eine Katastrophe wird oder nicht. Und dieser Tag wurde eine Katastrophe. War sehr anfällig für jegliche Art Stress, emotionalen Stress, körperlichen Stress. Heute war auch noch Leg Day. Ich habe durchgezogen, aber es hat sich alles irgendwie doppelt und dreifach schwer angefühlt. Obwohl 8 Stunden Schlaf ja eigentlich so gesund sein soll. Ich weiß nicht, ob man mir das ansieht, aber ich habe wirklich nicht gut geschlafen. Besonders, deswegen muss ich nochmal 8 Stunden schlafen, goddamn. Ich bin in der Nacht einmal aufgewacht, es war stockdunkel und ich musste übertrieben auf Toilette. Es war wirklich nicht mehr feierlich. Mir fallen nicht mal mehr Worte ein. Dann ist es das wohl. Was ist passiert und wieso sind 15 Minuten so unfassbar ausschlagend dafür, ob ein Tag eine Vollkatastrophe wird oder man den besten Tag seines Lebens hat? Die Lösung liegt im 90-Minuten-Zyklus. Der Mensch funktioniert nach 90 Minuten Zyklen, über den gesamten Tag sowie auch in der Nacht. Die Leichtschlafphase, die Tiefschlafphase und die REM-Schlafphase. Die ausschlagend dafür ist, wie gut es uns am nächsten Morgen geht. Meine Aufgabe ist jetzt herauszufinden, wie mein 90-Minuten-Schlafrhythmus eigentlich ist und was passiert, wenn ich zweimal innerhalb dieses Rhythmuses aufwache. 8 Stunden Schlaf, Klappe 2. Von dem Postboten geweckt und ich wurde aus dem Tiefschlaf gerissen. Ich weiß es nicht mehr. Und der erste Postbote war nicht mal mehr für mich, der war für meine Nachbarn. Top. Ich merke auf jeden Fall deutlich die Schlafunterbrechung. Ich konnte zwar das gesamte Training durchziehen, aber kräftetechnisch wirklich diese Schlafunterbrechung heute. Mein Nachbar ist einfach 5, 6 Uhr. Ist er die Treppen runtergerannt, hat irgendwas dabei gehabt, gegen Geländer geflogen. Und dann, dass mich der Postbote noch weckt, das war dann natürlich die Krönung. Und das bekommt man auch jetzt zu spüren. Ich brauche echt so langsam eine Uhr, die mich dann mit Vibration weckt und dass ich in der Nacht Ohrenstöpsel, so wie jetzt, tragen kann, damit ich wirklich den Schlaf bekomme, den ich brauche. So, ich gönne mir jetzt die Wassermassage. Es gibt aber auch Dinge, die können Schlaf beeinflussen. Und eins davon kennen wir alle, ist Koffein. Und was passiert eigentlich, wenn man jetzt doch am Abend Koffein zu sich nimmt und wie wirkt sich das auf dem Schlaf aus? Ich denke, man kann auch eine ganz gute Entwicklung anhand der Couch sehen, wie ich geschlafen habe. Ich habe gestern vergessen zu filmen, wie ich geschlafen habe. So schlecht habe ich geschlafen. Auch die Wohnung, die ist so verkommen. Ach du Heilige. I mean, look at that. Look at this. Heute geht's mir wieder relativ gut. Ich habe ja auch 8 Stunden und eine Dreiviertelstunde geschlafen. Zwischendurch wirklich heftig Kräfteverlust und Konzentrationsstörung in so wirklich kranken Schüben. Also ich hätte gerade, nachdem ich mir hier eine fette Portion Nudeln gegeben habe, ich hätte wirklich in Koma schlafen können. Mich hat das so weggehittet. Es bleibt einfach alles stehen und liegen. Und wenn ihr denkt, das ist schon krass, stellt euch das Ganze vor. Man hört's, Spülmaschine läuft im Hintergrund. Hier war komplett alles voll. Jetzt heute an dem Tag, wo ich wieder besser geschlafen habe, kommt mir das so befremdlich vor, wie es hier aussieht. Es ist wirklich erschreckend, was wenig Schlaf mit einem anrichten kann. Und ich weiß auf jeden Fall, dass man Koffein nicht
zwei Nächte hintereinander kurz vorm Schlafengehen nimmt. Jetzt aber, wie funktioniert das Ganze? Koffein ist ein Blockator für ein Neurotransmitter, Adenosin. Adenosin ist dafür verantwortlich, wie müde wir uns fühlen. Und durch diese Blockade werden andere Neurotransmitter freigesetzt, wie Dopamin und Noradrenalin. Die sorgen dafür, dass wir wacher sind und geistig fokussiert und generell wachsam sind. Also ziemlich suboptimal, das vorm Schlafengehen zu nehmen. Ich bin nicht mal ganz 3 Minuten in meiner Wohnung. Ich komme gerade vom Training und ich hatte ein so energiereiches, starkes Training. Ich habe überall einen neuen PR gehittet. Krafttechnisch war heute geisteskrank und auch fokustechnisch fühle ich mich sehr, sehr gut auf 8 Stunden Schlaf. Das, was ich verändert habe zum anderen Tag, wo ich 8 Stunden Schlaf hatte, ist der Einschlafprozess, weil ich mir mehr Ruhe gegeben habe, die ein oder andere sexuelle Interaktion nicht stattfand und ich habe heute Unterkörper gemacht. Und normalerweise würde mich das komplett aus dem Leben hauen, aber ich stehe jetzt gerade hier, kann flüssig reden, hab Bock, mir gleich was zu essen zu machen und dann Gas zu geben. Normalerweise würde ich jetzt wie ein Häufchen Elend auf der Couch sitzen und erstmal Energie sammeln oder duschen gehen. In den ersten 1 bis 2 Stunden nach dem Aufwachen beginnt der Körper, den Müdigkeitsprozess abzubauen. Nimmt man jetzt Koffein ein, blockiert man diesen Prozess und wenn das Koffein im Laufe des Tages dann aufhört zu wirken, das sind ungefähr 6 bis 9 Stunden, setzt dann der sogenannte Crash ein. Also es ist sinnvoll, die ersten 1 bis 2 Stunden morgens kein Koffein zu sich zu nehmen, um einem Crash entgegenzuwirken und auch besser abends einschlafen zu können. Wenn man jetzt über mehrere Nächte keinen erholsamen Schlaf bekommt, dann kann sich sowohl der Geist, Mentalität, sowohl physische Aspekte nicht richtig erholen. Und dann kann es dazu kommen, dass man anfälliger ist für Stress, Panikattacken und noch weitere psychische Symptome und Krankheiten. Aggressivität, Unausgeglichenheit und Impulszustände sind hier dann an der Tagesordnung. Ich bin gerade einfach todesgestresst. Egal, wenn ich auf einen Punkt schaue, ich habe keine Konzentration. Dinge stressen mich so heftig, die mich normalerweise eher weniger stressen würden. Ich kann nicht wirklich mit meiner Freundin quatschen, ohne Panikattacken zu bekommen. Und das tritt des Öfteren auf, wenn ich über der 8-Stunden-Marke Schlaf komme oder halt auch genau 8 Stunden Schlaf. Und es ging den ganzen Tag heute hin und her, hin und her. Das macht einfach so wahnsinnig. Und ich habe echt lange gebraucht, jetzt hier so vor der Kamera zu reden, obwohl mir das eigentlich gar nicht schwer fällt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe die letzten 2 Stunden dieses Studio hier versucht aufzuräumen und es ist halt wirklich fast gar nichts dabei rausgekommen. Voll oft bin ich einfach nur stehen geblieben und habe einfach nur auf einen Punkt gestarrt und bin so mit Gedanken überhäuft worden und ich bin so müde. Ich weiß, mein Körper ist nicht müde. Und um das zu proven, sehen wir uns morgen mit 7,5 Stunden Schlaf wieder. Und hier sind wir mit 7,5 Stunden Schlaf, der nicht passiert ist. Denn ich bin heute Morgen sehr unsanft 1/2 Stunde früher aus dem Bett gezogen worden durch den Postboten, der diesmal wirklich für mich da war. Mir geht's verdammt gut. Heute Morgen war auch ein bisschen turbulenter. Wir sind heute viel unterwegs. Es steht super viel an, auch körperlich anstrengende Tätigkeiten. Aber sowohl mental wie auch körperlich fühle ich mich voll mit Energie, obwohl ich heute Morgen echt sehr verklatscht war. 120 Minuten gewartet, Koffein reingefatzt und ich habe auch direkt gemerkt, oh, heute bin ich wirklich sehr koffeinempfindlich. Und ich hätte niemals gedacht, dass dieses Schlafexperiment so umfangreich ist. Es gibt aber auch gute Beispiele, dass weniger Schlaf besser sind. Wenn man jetzt einen 90-Minuten Schlafrhythmus vollendet, wie zum Beispiel bei 7,5 Stunden, ist es meistens besser, als ganze 8 Stunden oder sogar darüber zu schlafen, wo man dann in einem Rhythmus aufmachen würde. 12:30, wir sind zurück. Dieser Tag war ein emotionales Hoch und Tief, wirklich stündlich, wenn nicht sogar halbstündlich. Und ich habe gerade ein Bett in die erste Etage hochgetragen, nach 0 Uhr, auf einem Montag. Ob ich 7 Stunden Schlaf empfehlen kann? Yep. Heute habe ich 3 Stunden geschlafen und ich hätte nicht gedacht,
wie sich dieser Tag verändern wird. Drastischer Schlafentzug. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Heute Morgen, als der Wecker geklingelt hat, sofort die übel stressigste Situation meines Lebens passiert. Aber anstatt mich darüber aufzuregen, was passiert ist, habe ich nach einer Lösung gesucht, was ich sonst nicht so schnell machen würde. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Und es hat mich so unfassbar glücklich gemacht und ich habe heute alles geschafft. Ein wichtiger Faktor, der ausschlaggebend auch dafür ist, wie gut wir schlafen, muss nicht unbedingt der Schlaf an sich sein, sondern der Alltag. Wenn man jetzt zum Beispiel unfassbar viel Stress hat oder mental sehr anstrengende Sachen gemacht hat und man sich keine Zeit für sich nimmt oder irgendeine Tätigkeit macht, womit man den Stress abbauen kann, wie jetzt zum Beispiel Kraftsport oder sogar Meditation, könnte das ein Grund dafür sein. Und deswegen habe ich meditiert. 14 Minuten lang ist auch von vielen Wissenschaftlern, wie zum Beispiel Andrew Huberman, an der Tagesordnung, so jetzt auch bei mir. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass dazu ein ganz eigenes Experiment kommen wird. Und wie sieht das Ganze jetzt in diesem Schlafexperiment aus? Heute habe ich 7 Stunden geschlafen und ich fühle mich sehr gut. Nicht das Gefühl, ich müsste Schlaf nachholen, den ich gestern definitiv dann nicht mehr hatte. Ich habe zwar heute Probleme irgendwie mit dem Sprechen, bin auch nicht so schnell, aber meine Gedanken sind schnell und klar. Es steht auch ein Ereignis heute an. Sehr, sehr guter Freund von mir besucht mich heute und wir haben uns ewig nicht mehr gesehen. Das Einschlafen vom Gefühl her verbessert. Auch die Entscheidung dann gestern, nicht weiter Seven vs. Wild zu gucken, sondern einfach ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Ich würde sagen, innerhalb von 2 Minuten eingeschlafen. Und heute Morgen sind schon so viele negative Ereignisse eingetreten, die eigentlich voll wichtig waren, aber die dann nicht funktioniert haben. Aber das zieht mich nicht runter. Das ist ein cooles Gefühl. 2 Tage in Folge. Man kann natürlich auch noch seinen Schlaf sabotieren, indem man jetzt zum Beispiel abends noch 1 bis 2 Stunden im Bett hängt, an seinem Handy oder generell vor Bildschirm, denn das Blaulicht signalisiert unserem Gehirn, dass wir jetzt wach werden sollen, weil es ist hell und grell. Und somit kommt der Körper nicht gut zur Ruhe, schüttet auch nicht Melatonin aus, damit wir müde werden und somit tun wir aktiv unseren Einschlafprozess und auch die Schlafqualität sabotieren. Ich weiß nicht, sieht irgendwas ungewöhnlich aus? Ich meine, ist doch alles wie immer, oder? Letztendlich, das Treffen mit dem guten Freund ist auch nicht zustande gekommen. Das hat mich dann irgendwie auch voll aus der Bahn geworfen. Da kommen wir zum Problem. Nämlich heute habe ich noch weniger geschlafen. Wir haben jetzt ein neues Bett, neue Matratze. Sprich, man muss sich daran eigentlich gewöhnen, an diese Schlafvorkommnisse. 2 Uhr sind wir dann schlafen gegangen und ich bin heute dann um 6 Uhr aufgestanden, weil ich zum Augenarzt musste. Deswegen sehen meine Augen auch so crazy aus. Aber ich fühle mich extrem gut. Und dann gibt es da noch die Soforthilfen. Viele Neurowissenschaftler empfehlen ein bestimmtes Protokoll, was man dann abends zu sich nimmt. Und einer davon ist zum Beispiel L-Tryptophan. Eine Aminosäure, die der Körper so oder so braucht. Das Ganze wird unterstützt durch Ashwagandha, was eine stresslindernde Wirkung hat, fördert Ausdauer und noch vieles mehr, kann man aber auch sehr gut zum Schlafengehen einnehmen. Und der absolute Gamechanger, Magnesium, in seiner höchsten, konzentriertesten Form, wo der Körper es am besten absorbieren kann. Es gibt noch viele weitere, aber diese habe ich jetzt für mich persönlich gewählt, habe damit ein bisschen experimentiert und mein Schlaf wurde sofort anders. Also wirklich dieser 1 Stunde vor dem Schlafengehen gute Nacht-Cocktail, der hat es wirklich gebracht. Und auch heute 6 Stunden 15 geschlafen und hatte wirklich auch heute den ganzen Tag Energie. Kaum Konzentrationsstörung, außer jetzt zum Abend hin. Aber ich war auch sehr viel am Handy, ich habe sehr viel vorproduziert und das hat super viel Konzentration eingenommen. Aber ich sitze hier, ich kann flüssig sprechen, ich fühle mich top. Ich schlafe gerade auf einer völlig neuen Matratze. Tag Nummer 2 und es ist immer noch richtig gut gelaufen. Das ist wirklich auch wieder eine absolute Soforthilfe. Fühlt sich komisch an, so unbesiegbar zu sein. Allein in diesem Experiment habe ich gemerkt, wie wichtig Routinen eigentlich sind, gerade für mich als ADHSler. Und wenn man täglich zur selben Zeit einschläft und auch zur selben Zeit aufwacht, auch am Wochenende, dann kann man natürlich auch den besten Schlaf bekommen, weil der Körper sich darauf einstellen kann. Die Zellen haben zwar einen eigenen Schlafrhythmus, dieser kann sich aber anpassen, genauso wie alles im Körper. Ich selbst kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal ohne Smartphone eingeschlafen bin. Ich habe sogar jetzt nach über 15 Jahren das erste Mal mein Smartphone weit weg von mir gelegt. Auch ein absolut geiler Trick, um morgens besser aus dem Bett zu kommen. Weil wenn der Wecker klingelt, musst du aufstehen, um den auszumachen. Und dann stehst du schon und dann kann der Tag eigentlich ganz gut losgehen. Und da sich der Körper auf alles einstellen kann, ist es
bewunderlich, wie schnell das zur Routine geworden ist und absolut kein Problem mehr. Und die letzte Woche habe ich einfach mal an den kleinen Feinheiten rumgeschraubt. Ich habe jetzt eine ganz gute Routine für mich gefunden, die funktioniert. Ich habe mir auch alles hier aufgeschrieben. Und mein perfekter Schlaf findet mit 7 Stunden und 40 Minuten statt. Und ich gehe dann um 2.05 Uhr in der Nacht schlafen, beziehungsweise ein bisschen vorher, damit ich schon im Bett liege und so und den Einschlafprozess ein bisschen begünstige und stehe dann um 9.45 Uhr auf. Auf ganz entspannt. Das Ganze ist natürlich auch eine Stunde vor und nach bearbeitbar. Also ich kann jetzt auch um 1.05 Uhr schlafen gehen und dann halt auch eine Stunde früher aufstehen. Das funktioniert auf jeden Fall, dass ich da ein bisschen flexibel bin. Dazu habe ich auch an meiner Ernährung gearbeitet. Ich konsumiere jetzt viel mehr Gemüse, weil du bist, was du isst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich alle Vitamine, die ich täglich so zu mir nehme, abdecke. Deswegen gibt es jetzt jeden Tag mindestens 500 Gramm Gemüse. Und das hat echt geholfen. Weiß nicht, ob es Placebo ist, aber es hilft auf jeden Fall. Schon verrückt, wenn man sich vorstellt, dass das der Grund ist, weshalb ich mehrere Jahre auf YouTube inaktiv war. Mit einer der Gründe. Und dieses Experiment hat mir gezeigt, was ich auch selber alles persönlich verbessern kann. Und hoffentlich hilft es auch dir da draußen besser, durch den Tag zu kommen und noch den Willen zum Leben haben. Was sind deine Erfahrungen, was Schlaf angeht? Schläfst du genauso schlecht wie ich? Oder vielleicht führst du schon das eine oder andere Protokoll abends aus? Vielleicht gibt es sogar noch den einen oder anderen Tipp, den ich hier heute nicht mit ins Video genommen habe. Um jetzt weitere Benefits, Selbstexperimente und generell Gamechanger-Tipps nicht mehr zu verpassen, Glocke aktivieren, abonnieren, liken für den Algorithmus und hoffentlich sieht man sich dann zum nächsten Video wieder. Haut rein. Peace.